Moin, jo, heute mal wieder ein Video, wo ein Messer für Umme rausgehauen wird. Nicht das Mr. Blade aus Lava. Auch dieses Messer habe ich gerade bekommen vom lieben Michael. Der Michael hatte mir einen Schnaps rumgeschickt. Wir hatten uns ausgetauscht unter dem Knife Talk Video mit dem anderen Micha, mit dem ich immer ein Glenn Farkless trinke, wenn er mich besucht, und dann quatschen wir über Messer, und da hatte sich dann ein nettes Gespräch draus ergeben, und im Zuge dessen hatte er mir einen Schnaps, ich gehe da gar nicht weiter drauf ein. Der wird nämlich dann irgendwann Bestandteil des nächsten Knife Talks mit dem Micha werden. Also mit meinem Glenn Farkless Micha. Ihr seht schon, gar nicht so leicht mit den ganzen Namen. Und in dem Paket, wo dieser Waldbärengeist, nenne ich das jetzt mal, drinne war, war dann auch dieses Messer hier von Mr. Blade. Das ist aktuell bei mir wieder mit am Mann. Das aus Lava hatte ich vor einiger Zeit ja vorgestellt, und das ist einfach ein super Teil. Ich versuche dran zu denken, meine Vorstellung, den Link mit in die Videobeschreibung reinzupacken, vielleicht einen Infolink, wenn ich dran denke, beziehungsweise eine Infokarte reinzupacken. Wenn euch das optisch gefällt, das Teil, dann checkt das Video ruhig mal aus. Ich meine, das liegt preislich um die 30 Euro. Ist was für große Hände. Sehr, sehr handfüllender Griff. Clip leider nicht umsetzbar, macht aber einen super Job. Also ein hochfunktionaler Clip. Tolle G10 Griffschalen geben. Grip sehen cool aus. Und eine absolut taugliche Klinge im Hohlschliff. Leichter Recurve ist dabei. Dünn ausgeschliffen, da habe ich die Tage viel mit geschnitzt. Das ist ein hochtaugliches Messer. Und deshalb hatte ich wirklich wieder Bock, als das angekommen ist, das Teil nochmal zu tragen. Michael, vielen Dank für die beiden Messer. Um dieses Messer geht's hier, der für Umme rausgehauen wird. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Auch dieses Messer wird natürlich irgendwann im Laufe des Jahres zurück in den Gierkreislauf gehen. Wie der Dennis immer sagt, das Universum liebt das Gleichgewicht. Aber erstmal einstweilen mag ich das gerne weiter benutzen. Ja, und um dieses Modell geht es heute hier. Das ist das Ganzo G729 BK, steht vermutlich für Black. Dieser Para 2 Klon. Das Messerchen wurde benutzt, hat leichte Gebrauchsspuren auf der Klinge, auch auf dem G10. Jo, ist aber in einem astreinen Zustand. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ihr kennt die Teile, glaube ich, alle zur Genüge. Ja, und dieses Messer geht für Umme an jemanden jetzt raus. Wenn ihr Interesse an dem Teil habt, hinterlasst ihr einfach ein Kommi, aus dem hervorgeht, dass ihr mitmachen möchtet bei dieser Verlosung. Dann lasse ich das Video in etwa wieder eine Woche laufen, werde den Gewinner ermitteln. Dann werde ich den Gewinner auch über die Kommentare anschreiben. Jo, und dann geht das Teil für Umme an ihn raus. Und der hat dann hoffentlich seine Freude an dem Stachel. Michael, vielen Dank. Im Namen der Community sage ich jetzt auch mal, dass du dieses für Umme Video möglich gemacht hast, dass ich so ein Messer dadurch weitergehen kann. Ich hoffe, es gelangt in Hände, beziehungsweise in die Hände von einer Person, die ein Taschenmesser braucht. Das macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck auf mich. Ich habe es nicht weiter benutzt, kann da nichts zu sagen, aber so rein haptisch, wie ich das erlebe, scheint das sehr, sehr vernünftig verarbeitet zu sein. Kommt stabil daher. Da hat man, glaube ich, ein anständiges Taschenmesser dann mit dabei. Dankeschön, Michael. Sehr, sehr coole Aktion, sowohl mit dem Waldbärenschnaps, wie mit den Steinen auch, mit dem Oslava, mit dem ganzen Modell hier. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Immer wieder sehr, sehr cool, unsere Community. Alles klar, das war's dann von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.